Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Rängen. Die Linken und Grünen mit ihren heutigen Anträgen, sie versuchen den anderen EU-Ländern mit ihren Verbotsanträgen zu diktieren und vorzuschreiben, wie sie die Energiepolitik zu gestalten haben. Sie versuchen zu suggerieren, der Euratom-Vertrag sei eine böse Atomkraftwerkförderungsmaschinerie. Und das ist nicht richtig, das ist lächerlich und es ist einfach falsch. Wir haben die Energiewende bei uns beschlossen. Dazu stehen wir. Wir stehen am Beginn des Zeitalters der erneuerbaren Energien mit enormen umwelt- und wirtschaftspolitischem Potenzial, aber auch mit schwierigen Herausforderungen. Wir haben uns entschieden, in Deutschland 2022 die letzten Kernkraftwerke abzuschalten. Und das ist ein wirklich sehr ambitionierter Weg, ein vor allem nicht einfacher. Jedoch, unsere EU-Mitgliedsländer entscheiden sich anders. Die entscheiden sich nicht so wie wir. Und ich sage das ganz deutlich, das haben wir auch zu respektieren und nicht zu diktieren und was wir bei uns für richtig halten. Wir können darüber reden, ja, aber nicht in einem Diktat. Im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist in Artikel 194 festgehalten, dass die Mitgliedstaaten selber entscheiden über Struktur der Energieversorgung und die Nutzung ihrer Energieressourcen. Und wir sollten uns dafür hüten, anderen Ländern vorschreiben zu wollen, wie sie ihre Energiepolitik zu gestalten haben. Das könnte uns im Rahmen unserer eigenen nicht ganz so einfach umzusetzenden Energiewende auch durchaus auf die Füße fallen. Was steht denn in diesem Euratom-Vertrag? Interessant ist dort unter Artikel 3 die Ziele, jetzt nur mal beispielhaft, ich kann nicht alles vorlesen, der Absatz 4 und 5 der Verordnungen. Ich lese das jetzt mal vor. Das Euratom-Programm wird so umgesetzt, dass die unterstützten Prioritäten und Tätigkeiten den sich wandelnden Bedürfnissen entsprechen und die Weiterentwicklung von Wissenschaft, Technologie, Innovation, Politik, Märkten und Gesellschaft berücksichtigen, damit die personellen und finanziellen Ressourcen optimiert und Doppelarbeit bei der Forschung und Entwicklung im Nuklearbereich in der Union vermieden werden. Absatz 5. Innerhalb der in den Absätzen 2 und 3 genannten Einzelziele können neue und unvorhersehbare Erfordernisse berücksichtigt werden, die sich während des Durchführungszeitraums des Euratom-Programms ergeben und. Also es ist durchaus möglich, auch Änderungen und Anpassungen darin vorzunehmen. Durch Ihre Anträge wird im Prinzip jedoch so getan, als sei der Euratom-Vertrag nur dazu da, den Bau und den Betrieb von Kernkraftwerken in anderen EU-Ländern oder auch bei uns finanziell zu fördern. Und das ist falsch. Kurz und prägnant wird das in einer Analyse des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages von September 2016 widerlegt. Zitat: Weder im Euratom-Rahmenprogramm noch im Haushalt der EU sind Mittel für die Förderung des Baus und Betriebs von Kernkraftwerken in der EU bzw. nicht EU-Staaten vorgesehen. Zitat Ende. Der Vertrag setzt im Kern den Rahmen für eine sichere Verwendung der Kernenergie über Grenzen hinweg. Er ist die Rechtsgrundlage für europäische Regelungen beim Gesundheitsschutz, der Überwachung von Kernmaterialien, nuklearen Entsorgung, europäischen und internationalen Kooperation, nuklearen Sicherheit und weitere Punkte, alles zu lesen im Vertragswerk und im dazugehörigen Rahmenprogramm. Dazu gehört auch die Gefahrenabwehr, die nicht zu unterschätzen ist und wichtiger denn je wird. Erst 2014 wurde der Euratom-Vertrag weiterentwickelt durch eine Richtlinie für einen Gemeinschaftsrahmen für die nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen. Deutschland hat sich darin erfolgreich für die Festsetzung von verbindlichen Sicherheitszielen in der EU für ein System wechselseitiger Kontrolle ganz stark gemacht. Das heißt, über Grenzen hinweg soll die Sicherheit kerntechnischer Anlagen verbessert werden. Wichtig auch, der Euratom-Vertrag legt den Rahmen für Forschung und Entwicklung in diesem Hochtechnologiebereich. Dazu steht als übergeordnetes Ziel auch im aktuellen Euratom-Rahmenvertrag bis 2018 festgeschrieben, Zitat, Forschungs- und Ausbildungsmaßnahmen im Nuklearbereich mit Schwerpunkt auf der kontinuierlichen Verbesserung der Sicherheit
der Gefahrenabwehr und dem Strahlenschutz fortzusetzen, um insbesondere gegebenenfalls einen Beitrag zur langfristigen, effizienten und sicheren Senkung der CO2-Emissionen des Energiesystems zu leisten. Zitat Ende. Unser verehrter Herr Riesenhuber hat da letztes Jahr sehr viel auch darüber gesprochen, gerade zu diesem Thema, was Forschung und Entwicklung auch in diesem Rahmen bedeutet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, für mich ist das Zauberwort auch Forschung und innovative Technologien, die es hier eines Tages hoffentlich auch zu geben vermag. Und ich sage ganz deutlich, wir wären töricht, nicht nach vorne zu blicken und unser Wissen zu erweitern. Europaweit brauchen wir nicht zuletzt im Bereich Rückbau auch von Kernkraftanlagen weiterhin hohe Kompetenzen. Wie anmaßend wären wir, künftigen Generationen neue Technologien dadurch zu verwehren, indem wir jetzt nicht weiter forschen. Ob diese potenziell neuen Technologien sich dann als sinnvoll erweisen werden oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Und die sollten wir unseren nachfolgenden Generationen auch entscheiden lassen. Ihre Anträge haben aber auch eine nicht zu unterschätzende erhebliche politische Brisanz. Für mich sind sie europafeindlich, eine europafeindliche Haltung. Der Euratom-Vertrag ist eines der beiden Gründungsdokumente der EU, einer der beiden Grundsteine der Europäischen Union, die am 60. Geburtstag wir am kommenden Samstag feiern werden. Was für ein, ich sag's deutlich, verheerendes politisches Signal würden wir in diesen momentan so turbulenten Zeiten an Europa und die Welt senden, wenn wir dieses heute beschließen. Zusammenfassend ist damit nur eines sicher, was Sie, liebe Grüne und von den Linken fordern. Ein Ausstieg aus dem Euratom-Vertrag führt definitiv nicht zu mehr Sicherheit, sondern auch zu weniger Verantwortung unsererseits, weil wir da nämlich sämtliche Mitspracherechte, die wir bisher jetzt haben, in den entsprechenden Gremien auch verlieren würden. Ihre inhaltlich so oft begründete, unbegründete und gesellschaftlich aus meiner Sicht gefährliche Fundamentalopposition in manchen Themen macht mich immer wieder fassungslos. Und dazu gehört nicht nur der Euratom-Vertrag, sondern auch viele andere Themen wie Freihandel und CETA. Also entweder Sie erkennen politische Realität nicht oder Sie wollen sie nicht erkennen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mir mehr Sorge bereiten soll. Ich appelliere, der Euratom-Vertrag ist im Grunde nach wie vor sinnvoll und gerade zum 60. Geburtstag der EU ein starkes Signal, ein starkes politisches Signal für Europa. Und das sollte auch bleiben. Dankeschön für Ihr Zuhören und für Ihre Mitdiskussion. Die Kollegin Silvia Kotting-Uhl hat für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.